Mein Name ist Orkan Sahin, ich bin Autoexperte und das ist meine Welt. Du willst, glaube ich, einen 996 Turbo haben. Den würden wir gerne über dich in Auftrag geben wollen. Geht, alles klar? Alles gut, wie immer. Also, du wolltest ja einen 67er, 68er roten Ford Mustang. Mit weißen Streifen. Lukas, bitte schieß ein Tor für mich. Wir fahren jetzt nach North Las Vegas. Das ist keine gute Gegend. Ja, das hat sich erledigt. Der Wagen hat so Rostlöcher unterm Boden. 475 PS. Genau was Richtige für einen Poldi. Guck mal, das ist eigentlich unser Auto. Ey, rot mit weißen Streifen. Ja, ich habe jetzt einen Mustang gekauft. Haha! Mach mal die Karre aus. Warum hast du nicht getankt, oder was? Ja, genau. Der verbraucht so viel. Ich konnte mir noch 5 Liter. Ja, voll hast du nicht gemacht. Gefällt's? Dankeschön. Ja. Super. Dann bin ich erleichtert. Was verbraucht der? Das musst du selber testen. Ja, ja, ja. Das musst du selber aber ich testen. Denke, der wird so 25 Liter verbrauchen. Das ist ey Junge, ich bin so neidisch gerade auf dich. Ich will auch die Karre haben, Alter. Orkan hat meine Erwartungen auf jeden Fall erfüllt. Alles so besprochen, alles so umgesetzt. Das ist auch immer wichtig. Es ist cool geworden, auf jeden Fall. Der läuft gut, Fahrwerk fühlt sich gut an. Für einen Käfer geht der echt gut ab. Irgendwie ein Scheck drin oder so, amerikanischen. Und hoffe nicht, dass ich jetzt gerade den Scheinwerfer komplett zerstöre. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera erkennen kann, aber es ist wie Tag und Nacht. Das sieht aber echt beschissen aus, ne, irgendwie. Das ist schon geil. Ich achte darauf, dass ich immer Autos finde, die selten sind, damit auf dem Markt nicht so viele angeboten werden. Das war eine schwere Geburt jetzt. Oh, Junge, was ist das denn? Guck dir mal. Guck mal den Unterboden. Der ist voll nach unten geknickt. Ich habe ein scheiß Auto gekauft, aber ich werde kein scheiß Geschäft machen. Also hier kommt ein neuer Mittelschalldämpfer rein. Ja. Hier kommen zwei neue Endschalldämpfer rein. Wir fahren heute mit dem Z3 M Coupé zu einem Fahrsicherheitstraining. Wie man sieht, das ist alles nicht so einfach. Echt. Ein gutes Auto. Ich kann gerade nicht so gut reden, weil mir ist echt schlecht. Ich bin kurz davor, mich zu übergeben. Perfekt. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Oh. Ja, das war keine gute Probefahrt. Also der Wagen hat definitiv jetzt ein Heck und einen Frontschaden. Komm, 500 Euro weniger. Nimm 500 Euro, nimm ihn mit. Das wollte ich hören. Da soll mal einer sagen, ich verdiene das Geld hier so einfach. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich alles zusammengebaut und das hätte ich als erstes einbauen müssen.
mein Gott, Transformers. Was ist das denn für eine Scheiße? Ah. Jetzt weiß ich auch, warum der Wilfried das Auto haben wollte. Also, Wilfried, pass gut auf das Auto. Das hat nämlich ein paar PS. Dieser Wichsfilter, ne, das ist jetzt kein Scherz, die heißen wirklich Wichs. Das ist immer cool, wenn ich immer die Filter bestelle und sage, kannst du mir mal so einen Wichsfilter organisieren? Ja, dann lachen die sich erstmal alle kaputt, obwohl jeder weiß, was gemeint ist. Wow, was ist denn hier los? Da sind wir im Mercedes-Paradies. Okay, eins, zwei, drei. Voll die Granate. Aber ich wusste das, du machst das. Aber 3,2 Liter braucht man trotzdem. Ab und zu, ja. Ich bin so glücklich wie ein kleines Kind. Echt? Echt, wirklich.